Sie sind längst keine Kinder mehr und trotzdem wieder in die Schule gegangen. Der kleine Thomas, seit geraumer Zeit als Crossfitter Oberbürgermeister Schubert besser bekannt, und der auch nicht mehr so kleine Matthias. Dieser heißt Rösler, ist Doktor und der amtierende Landtagspräsident des Freistaates Sachsen. Bei diesem Schulbesuch Mitte November empfing der Crossfitter OB nun den Präsidenten des Sächsischen Landtages in der Oberschule Köthitz zu einem gemeinsamen Pressetermin. Anlass war die Ausreichung des Bescheides vom 16. Oktober 2023 über eine Zuweisung von rund 1,1 Millionen Euro gemäß Schulinfrastrukturverordnung des Freistaates Sachsen für die Sanierung des alten Rathauses Köthitz, eines Gebäudes der Oberschule. Außerdem sollen ein Erweiterungsbau mit zwei Klassenzimmern und eine Verbindung zum alten Rathaus entstehen. Auch der Pausenhof soll teilweise umgestaltet werden. Künftig wird es hier Spiel- und Sportgeräte geben. Insgesamt sollen rund 3 Millionen Euro investiert werden. Für Coswigs Stadtoberhaupt war es nicht unbedingt eine Überraschung, dass diese sehr beachtliche Menge an Fördergeld gerade jetzt zum Jahresende fließt. Das hat was damit zu tun, man hat irgendwo Antragsfristen, die werden geprüft und bearbeitet. Und oftmals muss natürlich auch der Freistaat auf seinen eigenen Haushaltsbeschluss warten. Und wenn das dann da ist, können Fördermittel auch bewilligt werden. Also für den Freistaat sind das ja Ausgaben. Insofern ist das ganz typisch, dass man so über die Spätsommerzeit, frühe Herbstzeit oftmals Zuwendungsbescheid erhält, wenn man denn damit bedacht wird. Insofern, das ist für uns nichts Neues. Aber ja, es war kein schlechtes Jahr. Es sind einige Fördermittelanträge, vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit, gerade bewilligt worden. Wir warten auch noch auf welche. Also insofern hoffen wir mal, dass die vorweihnachtliche Zeit uns auch noch was beschert. Wenn der Stadtrat am 6. Dezember über die Beschlussvorlage zu diesem Bau positiv entscheidet, kann es losgehen mit Ausschreibung, Vergabe, Abriss und dem eigentlichen Bau. Im Sommer 2024 könnten dann umfangreiche Baumaßnahmen starten, mit denen die Schule für die Zukunft fit gemacht wird. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Tag und ein ganz wichtiger Schritt. Es ist immer gut, wenn man was für die Bildung tun kann. Das ist die Zukunft für unsere Kinder. Und ja, ich habe das damals 2020, als ich angefangen habe, quasi als Baustelle übernommen, dass es hier Probleme gibt, dass wir hier Kapazitäten schaffen müssen, die Baracke vom Abriss, eine Abrissanordnung, die es gegeben hat. Und da ist es natürlich einfach ein guter Tag, ein guter Erfolg, wenn man sagen kann, wir können auch an dieser Schule etwas dafür tun, dass es hier zukunftsfähig bleibt. Das Gebäudeensemble der Oberschule Köthitz besteht aus Hauptgebäude und Sporthalle, einem modernen Erweiterungsbau, dem historischen Köthitzer Rathaus und einer Baracke aus den 1970er Jahren. Die Baracke, in der wir jetzt stehen, die 50 Jahre alt ist, als gegeben hingenommen, und hier fand immer Unterricht statt. Das war eigentlich nie das Problem für mich. Das Problem entstand dann, als wir durch den Aufwuchs der Schülerzahl, wir sind tatsächlich von sagen wir mal, knapp unter 200 inzwischen auf reichlich 300 Schüler aufgewachsen, und wir Räume bräuchten oder brauchen, die entsprechend groß sind, auch für 25 oder 28 Schüler in einer Klasse, auch für große Schüler in der 9., 10. Klasse. Und da ist das Problem entstanden in den letzten Jahren, und auch das Problem der Baracke, was ja eigentlich mal als Übergangslösung, ich hatte es gesagt, vor 50 Jahren gebaut wurde, was aber fernab dessen ist, was Schulhausbau ausmacht. Und deshalb bin ich dann im Laufe der letzten Jahre sehr froh, oder bin heute aktuell sehr froh darüber, dass die Baracke jetzt dem Ende entgegengeht. Dass die also abgerissen wird nächstes Jahr und dann Platz macht für Neues. Die Baracke entspricht nicht mehr den Vorschriften für eine Schulnutzung. Sie kann aufgrund ihrer Maße und des Bauzustandes auch nicht mehr dafür ertüchtigt werden. Die darin befindlichen zwei Klassenräume sind für den Schulbetrieb jedoch unverzichtbar. Verzichten muss OB Schubert jedoch darauf, mit tränenden Augen nach dem Abriss jemals wieder in seinem einstigen Klassenzimmer stehen zu können.
Na, tränende Augen, es wäre vielleicht ein bisschen so drastisch ausgedrückt. Also richtig ist, ich bin hier in Köditz 10 Jahre zur Schule gegangen, habe in dieser Baracke hier meine erste Klasse unter anderem verleben dürfen und bekanntermaßen halten Provisorien am längsten. Deswegen gab es schon lange den Plan, dieses Provisorium mal durch vernünftige Bauten abzulösen. Es hat halt eine ganze Weile gedauert, es gibt verschiedene Gründe dafür, aber das kann man anderweitig nochmal erörtern. Die Schule ist immer mal wieder saniert worden, aber anders als viele andere Schulstandorte nicht mit einer Komplexsanierung, wo alles auf einmal gemacht worden ist. Hier ist immer etappenweise was gebaut worden, bei laufendem Betrieb. Wir haben das Hauptgebäude saniert, wir haben im Gebäude Maßnahmen verändert, wir haben mal einen Erweiterungsbau dran gebaut. Wir haben auch schon hier im alten Rathaus einzelne Maßnahmen in frühen 2000ern gehabt. Also es ist immer in Etappen mal was gebaut worden. Und natürlich, wenn man da an einer komplex sanierten Schule, wo alles auf einmal neu gemacht worden ist, vorbeifährt und dann hier vorbeikommt, dann könnte man schon mal ein bisschen wehmütig werden, warum an der eigenen Schule das noch nie passiert ist. Aber wir wissen auch alle, dass die Schule schon mal bestandsunsicher war. Insofern, warum sollte eine Stadt in eine Schule, die keine Perspektive hat, so frühzeitig Geld reinstecken? Also das ist dann eigentlich auch nachvollziehbar, dass das erst gesichert werden musste. Und die Perspektive haben wir, sonst wird man auch keine Fördermittel kriegen. Und der Stand der restlichen Bauten zeigt ja, dass hier schon Geld eingebracht worden ist und wir hier schon vernünftige Bedingungen haben. Und umso mehr erfreut es mich jetzt als Oberbürgermeister an meiner eigenen Schule noch diesen Bau zu sehen und damit die Sanierung hier abrunden zu können. Auch das frühere Rathaus, 1907 als repräsentativer Verwaltungsbau errichtet, weist Abweichungen zu aktuellen Regelungen der Bauordnung und der Unfallverhütungsvorschriften auf. Damit das historische Gebäude den aktuellen Anforderungen an Schulräume entspricht, müssen die Rettungswege sicher hergestellt sowie Sanitäranlagen und technische Medien erneuert werden. Umfangreiche Maurer-, Trockenbau-, Restaurierungs-, Maler- und Fußbodenarbeiten kommen hinzu. Die Räume können dann, wie bisher, als Unterrichtsräume für kleinere Gruppen dienen, insbesondere von Schülern mit Förderbedarf. Naja, es gibt ja eine Schulbaurichtlinie. Dort kann man grundsätzlich erstmal Anträge stellen auf Fördermittel. Wir haben parallel über die guten Kontakte, die mit Herrn Dr. Rösler bestehen, einfach dort das Gespräch gesucht. Er ist dann mit uns quasi gemeinsam in die Spur gegangen. Und ja, wir haben dann letztes Jahr, ich glaube es war Mitte Dezember, so ein bisschen kurz vor Weihnachten, den Anruf bekommen, dass wir eingeladen sind in den Landtag. Und Herr Dr. Rösler hatte eingeladen, gemeinsam mit Herrn Kultusminister Piwarz und Herrn Belafi. Und da gab es ein Gespräch über unseren Fördermittelantrag, wo wir vielleicht noch was ändern müssen, wo wir Dinge noch ergänzen müssen und wie die Finanzierung aussieht, wenn wir eben nicht den Regelfördersatz von 60% bekommen. Also ob wir als Stadt auch sagen würden, wir stehen zu dem Projekt, auch wenn es weniger Geld gibt. Und die Aussagen habe ich natürlich dort getroffen. Während der Bauzeit ab August 2024 werden die 2 5. Klassen aus Köditz in Klassenräume der Leonhard-Frank-Oberschule umziehen. Zuvor werden dort umfassende Instandhaltungsmaßnahmen im Nebengebäude ausgeführt. Dann stehen in der Leonhard-Frank-Oberschule ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Die Köditzer Gäste werden sehr gute Bedingungen vorfinden. Also wenn der Bau dann so durchgeführt ist, abgeschlossen ist, wie er jetzt geplant wurde, sind wir als zweizügige Oberschule so aufgestellt, dass wir zukunftsfähig sind. Also dann ist, ich sag's mal salopp, die Kuh vom Eis. Mit Schuljahresbeginn 2025/26, wenn dann mal planmäßig alles fertig ist, werden die 2 5. Klassen in ihre Köditzer Schule zurückkehren können und allerbeste Lernbedingungen vorfinden. Wo vielleicht dann auch Obi Schubert gern noch einmal Platz nehmen würde und sich an seine sicherlich auch schöne Schulzeit in der dann nicht mehr existierenden Baracke noch einmal erinnert.